Hi und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Tracking Packing Gear. Heute gibt es eine neue Review zur faltbaren Feuerschale mit Grillfunktion von Arts Nature. Die habe ich von Arts Outdoors zur Verfügung gestellt bekommen und einmal am Wochenende getestet. Und ja, hier gibt es einmal meine Review. Viel Spaß beim Video. Die Feuerschale wird mit diesem schönen Stoffbeutel geliefert. Dort ist sie gut eingepackt. Außerdem wird sie noch mit einer extra Plastiktüte geliefert. Die habe ich auch schon entfernt. Und da drin habt ihr dann die faltbare Feuerschale. Der Aufbau ist sehr, sehr einfach. Ihr fangt mit dem Grundgestell an, das baut ihr einmal auf. Dann nehmt ihr euch den Aschefang und diesen hängt ihr dann einfach in diesem Grundgestell ein. Am besten geht es von unten, dann verhakt da nichts und ja, der sorgt dafür, dass dann später die Asche nicht auf den Boden fällt, sondern dass die Asche in dem Aschefang aufgefangen wird. Die Feuerschale hat eine pyramidenförmige Grundform, was ich sehr gut finde, weil so durch das Holz und die Kohle immer zur Mitte rutscht und zur Mitte hingelegt wird. Außerdem hat sie ein kleines Rost, wo dann später Glut und ähnliches aufgefangen wird und wo ihr dann ein kleines Glutbett erschaffen könnt. Zum Grillen und so weiter gibt es noch ein ganz cooles Grillrost, das könnt ihr ganz oben auf die Form raufstellen. Da ist dann inzwischen ein bisschen Abstand zwischen der Grundform und dem Grillrost und darauf könnt ihr dann Bratwürste und ähnliches grillen. Die gesamte Feuerschale ist relativ kompakt, wenn man überlegt, dass da auch noch ein Grill dabei ist und mit 3 Kilo auch relativ leicht. Besonders gut gefällt mir, dass die Feuerschale noch einen Aschefang unten hat. Das heißt, ihr könnt sie eigentlich überall aufbauen, ohne Angst zu haben, dass euer Boden dabei verbrennt. Als Brennmittel könnt ihr natürlich Kohle nehmen, Briketts, aber ich habe mich hier mal ganz klassisch für einfaches Holz entschieden. Damit das Holz besser in die Schale passt und besser brennt, muss ich es natürlich vorher einmal spalten. Wichtig dabei, ich finde, man unterschätzt jedes Mal, wie viel Holz man dann doch braucht für ein Feuer, vor allem wenn man ein gewisses Glutbett schaffen möchte. Und deshalb spaltet lieber mehr Holz als vorher, weil ihr wollt dann nicht mitten in der Nacht nochmal anfangen, Holz zu spalten. Das Wichtigste vom Feuermachen ist die Vorbereitung. Hier habe ich einmal kleines Holz, was ich dann direkt zum Anzünden benutzen kann. Und hier ist dann frisch gespaltetes, größere Holzstücken, die ich dann benutzen kann, um eine gewisse Glut zu erzeugen. Und da ist schon mal ein bisschen Birkenrinde zum Anzünden, die sammle ich jetzt. Wie man sehen kann, hat er einen ziemlich guten Zug, also es qualmt so gut wie gar nicht, obwohl das Holz auch relativ feucht ist und auch die Birkenrinde relativ feucht war. Also von unten kommt ein ziemlich, ziemlich guter Zug. Ich bin mit der Gesamtleistung der Feuerschale wirklich sehr zufrieden. Also durch die luftige Bauweise kommt da wirklich sehr, sehr viel Sauerstoff ran, sodass es so gut wie gar nicht qualmt und der Qualm steigt sofort senkrecht auf. Wir hatten zwar auch eine relativ windstille Nacht, aber trotzdem war das sehr, sehr positiv. Wie man hier ganz schön sehen kann, fällt das Holz durch die Pyramidenform immer seitlich in die Mitte rein und die Asche sammelt sich dann perfekt unten wie bei einem Trichter im Aschefang, sodass keine Asche auf dem Boden landet und keine Glut. So, ich teste ja gerade die kleine Feuerschale von Arts Nature.
Und ich muss sagen, ich bin super beeindruckt, bin super zufrieden. Die ist so leicht und kompakt. Also ich habe die jetzt zwar nicht mit auf einem Trekking-Trip, aber bei einem Bushcraft-Trip, wo man wenige Kilometer macht, kann man die auf jeden Fall mitnehmen. Die ist wirklich super leicht, kompakt und die hat einen super guten Luftzug. Also wie man sieht, das Holz ist relativ feucht, aber es raucht kaum. Beziehungsweise der Rauch steigt super gut nach außen ab. Und was mir auch super gut gefällt, ist, dass die hier unten eine Auffangschale hat für die Kohle. Das sieht man da, beziehungsweise für die Glut und für die Asche, die runterfällt, sodass ihr euch eigentlich gar keine Gedanken über den Untergrund machen müsst. Das wird alles aufgefangen und ja, wie gesagt, Packmaß und so weiter habt ihr ja bereits gesehen im Video. Ist super klein und kompakt und die Verbrennung ist super, die Größe ist gut. Und dazu gibt es dann noch einen Grillrost, den lege ich nachher noch auf. Dann gibt es ein paar Bratwürste und ein bisschen Stockbrot. Also bin super zufrieden mit dem Produkt. Macht richtig Spaß. Eine der besten Feuerschalen, die ich bis jetzt so getestet habe. Schlägt fast die gute alte bekannte Wäschetrommel, die man so im Garten hat. Durch die einfache Pyramidenform der Feuerschale kann man das Holz auch super hier zu dieser Lagerfeuerform stapeln, sodass das Brennen einfach wie beim Kamin funktioniert, also nach dem Kaminprinzip. Und ich brenne jetzt hier eigentlich mal nur ein bisschen Holz runter, warte, bis sich unten ein schönes Glutbett gebildet hat und dann kommt das Stockbrot drüber und die Bratwürste. Das zeige ich euch dann auch nochmal mit dem Grillrost, der dazugegeben ist, was halt wirklich der Hammer ist. Ihr könnt erstmal schön ein Feuer genießen und dann am Ende packt ihr euch einen Grillrost drauf und macht euch ein paar Bratwürste, Steaks oder was auch immer. Das Grillrost für die Feuerschale hat an der Seite zwei Schlaufen, die sind so gewunden und die könnt ihr einfach an die Kanten der Feuerschale raufstecken. Wie ihr seht, hat das Grillrost auch echt eine ganz gute Größe, also für 2 bis 3 Personen kann man da auf jeden Fall genug Sachen draufstellen. Ihr könnt natürlich auch einfach Töpfe oder Pfannen dort draufstellen und das dann auch draußen zum Kochen benutzen. Zum Nachtisch dürfen dann natürlich die Marshmallows nicht fehlen und natürlich könnt ihr auch die ganz einfach über der Feuerschale bequem zubereiten. Das Saubermachen danach der Feuerschale war relativ einfach. Ich habe die jetzt auch nicht besonders großartig sauber gemacht, aber ihr könnt einfach den Aschefang ausleeren, wartet natürlich bis alles heruntergekühlt ist und dadurch, dass das Metall oder das Blech relativ dünn ist, kühlt es auch relativ schnell ab. Ich verlinke das Produkt unten von Arts Nature, guckt da auf jeden Fall vorbei, wenn es euch interessiert. Es ist ein sehr cooles Produkt für den Garten oder für Bushcraft-Trips, für Outdoor-Sachen. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Video. Also macht's gut und bis dann.